Guten Morgen und herzlich willkommen hier bei mir in der Figurmacherei. Ihr seht mich hier in meinem Analysezimmer und ich möchte euch gerne von meinem Wochenende erzählen. Und zwar, ich war unterwegs und ich war schon öfter mal unterwegs in Fitnessstudios und habe da ja, Stoffwechseltage gemacht, beziehungsweise Stoffwechselmessungen gemacht. Das geht dann so, der Studiobesitzer legt eine Liste aus, wer möchte gerne seinen Stoffwechsel gemessen haben und dann geht es 10 Uhr, 11 Uhr, also jede volle Stunde kommt jemand Neues zu mir rein und erzählt mir mehr oder weniger sein Leiden und erzählt mir seinen Wunsch, was er oder sie gerne möchte. Meistens ist es ja Fettabbau, manchmal auch Muskelaufbau oder wieder gesund werden oder wieder schlafen können, wie auch immer. Und dieses Wochenende war wirklich sehr emotional, weil ich so viele Menschen hatte, die so viele verschiedene Geschichten hinter sich hatten. Also wirklich tragische Geschichten, das Fehlgeburten, Krebs, Notoperationen, umgefallen und wieder aufgestanden und alles Mögliche und Scheidungen und Existenzprobleme und so weiter. Und deswegen auf diesem Weg einen ganz recht herzlichen Dank an alle Fitnessstudio-Besitzerinnen, Besitzer, Trainer, Trainerinnen, Servicekräfte und alle, die im Fitnessstudio arbeiten. Ich glaube, das Fitnessstudio ist wirklich eine super, super Institution, will ich gerade mal sagen. Es ist nicht nur ein Betrieb, in dem man trainieren kann, sondern wirklich, da wird Menschen geholfen, wenn ich also seelisch auch geholfen. Ich glaube, Trainer sind mehr Therapeuten als Trainer. Man muss, glaube ich, gar nicht so eine fette Trainerausbildung haben, weil ich glaube, meistens reicht es schon, wenn die Menschen ein bisschen zugehört wird, wenn die sich so ein bisschen, ja, ich sag mal, ausreden können und ein bisschen besprechen können, was sie so für Sachen haben. Und deswegen auch ganz kurz dieses Video heute nur. Nochmal herzlichen Dank an alle, die ein Fitnessstudio haben, vor allem so familiäre Fitnesszentren, wie ich am Wochenende war beim Kiro Feldmann. Was ich da erlebt habe, ich meine, Kiro ist so ein Vieh, ne? Müsst ihr euch vorstellen, der ist tätowiert und der hat Glatze und jeder wird sagen, dem möchte ich nachts nicht alleine begegnen, doch, dem möchte ich nachts begegnen, wenn ich dem nachts begegne, dann werde ich mich sicher fühlen, weil der wird bestimmt nicht irgendwelche Blödsinn machen, sondern eher dich beschützen vor irgendwelchen bösen Buben und er beschützt auch seine Mitglieder, also was er mit denen macht, er hilft denen, Jobs zu finden, habe ich gehört. Er ist immer so, auch so der dicke Kuschelbär, sage ich mal, hört dazu von den Menschen, die wirklich Probleme haben. Wir waren abends noch essen, dann kamen Jungs von der Lebenshilfe an, die gesagt haben, morgen komme ich zu dir und nehme deine Hütte auseinander und so. Also das war total herrlich und das ist kein Einzelfall. Ich habe das schon sehr oft erlebt, dass Fitnessstudios eigentlich eher ja, Therapiezentren sind, nicht nur für den Körper, sondern auch für die Seele, für den Geist. Und deswegen mein Aufruf an euch heute, ja, erzählt doch mal, fühlt ihr euch in eurem Fitnessstudio wohl? Gibt es da so auch sowas, dass einem da mehr oder weniger geholfen wird oder dass es eher so was Familiäres ist, eher so ein Treffpunkt ist? Ich will nicht sagen Therapiezentrum in dem Sinn, aber das finde ich das Schöne und ich glaube, das übersehen ganz, ganz viele Menschen, wenn man sagt, ja, man ist Fitnesstrainer. Ey, Alter, ich möchte kein Fitnesstrainer sein. Fitnesstrainer ist man viel, viel mehr als nur jemand, der die Geräte einweist oder jemand Menschen in die Geräte einweist, sondern wirklich auch so, ich sage, ja, in diesem Fall wieder Therapeut. Ich weiß nicht, wie ich es genau ausdrücken soll. Also nochmal herzlichen Dank und erzählt doch mal, wie ist es bei euch? Seid ihr auch Fitnesstrainer? Kriegt ihr auch diese ganzen Geschichten mit, diese ganzen Schicksale und kommen die Leute vielleicht nicht nur zu euch zum Training, sondern eher so, naja, da wird mir mal zugehört. Das ist also so ähnlich wie beim Friseur. Beim Friseur hat man ja Termine, ne? Termin, fertig, dann kommt der nächste. Im Fitnessstudio kann das ja auch schon mal länger gehen. Also, nochmal herzlichen Dank an alle Fitnessstudio-Besitzer, Besitzerinnen für das, was ihr leistet, jeden Tag leistet. Tschüss, tschüss. Und ich werde gleich mal erzählen, was ich alles so mir anhöre, beziehungsweise was mir alles so erzählt wird in meinen Messungen. Bis dahin, tschüss, tschüss.